Hallo und herzlich willkommen hier auf WHD. Und wir boxen heute mal einen Blitz an für die Kamera. Ja, kein Blitz, sondern eine Leuchte, eine Videoleuchte. Genau. Ich würde sagen, wir machen mal gleich mal die Kiste auf, wenn es geht. So. Kiste auf. It's magic. So, da haben wir als erstes eine schöne Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen. So. Und auch schon das, was wir wollen. So, das ist auch weg. Einmal haben wir hier sowas Kleines, damit man es dann oben an die Kamera dran stecken kann oder an den Stativ befestigen kann. Und hier haben wir die Leuchte an sich. Wir schrauben das mal kurz unten dran. Der Karton ist leer. So, jetzt können wir das oben an der Kamera befestigen. Dann haben wir noch so ein paar Scheiben davor, die ihr vielleicht seht. Einmal die orange, damit das ganze Licht etwas gelblicher wird. Und die durchsichtige, damit das ganze Licht etwas weicher wird. So, genau. Und so sieht das Ganze aus. Das Ganze blanko. Genau. Die Lampen. Wir machen jetzt mal das davor. Es hat so ein paar Magnete hier oben drin. Dann kann man das ganz einfach abnehmen. Genau, und dann machen wir das Ganze mal an. Es hat nämlich hinten einen Dimmschalter. Zack, wie geht's los? Das kann man wirklich von 0 bis 100% aufdrehen. Siehst du das Licht? Genau, und halt aus. Wir haben jetzt schon ein paar Batterien reingepackt, damit das Ganze funktioniert. Man kann das Ganze auch per Strom betreiben mit einem Netzteil dann. Genau, und man kann natürlich auch mehrere aneinander koppeln von dem Lämpchen, sodass man, wenn man mehr Licht braucht, dann auch dementsprechend hat. Oder halt so auf die Cam. Genau, aber es macht ja ordentlich Licht. Um euch das nochmal zu zeigen. Boah. Ja, also braucht man eigentlich nicht mehr viel. Zack. Genau. Das war's auch schon. Schaut auf unseren Blog vorbei. Hier oben. Genau. whd.com. Kommentieren nicht vergessen. Favorisieren. Genau. Abonnieren. Und reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.